Hallo Welt, da sind wir wieder. Und es hat sich etwas gedreht beim Speichern. Und wir laden jetzt unsere Last ab. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, was haben wir denn überhaupt für eine Last dabei. Okay. Laden wir doch erstmal schon mal den Schrott ab. Vielleicht können wir uns dann schon mal schneller bewegen. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja, das war doch eine weise Entscheidung. Und jetzt. Oh, ja, genau. Bevor wir es vergessen, wir haben doch eine Wackelpuppe gefunden. Wie schön, aber da ist noch ganz schön viel Platz. Es passen noch ziemlich viele dorthin. Na gut. Dann wird das eine gemütliche Abladefolge, in der wahrscheinlich auch gar nicht mehr passieren wird, außer dass wir hier abladen. Hier kommen die Waffen mit Stern rein. Okay. Und die Kleidung mit Stern. Ja, nein, 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 nicht alles nehmen. Nur diese Sachen ablegen. Waren da nicht drei Sachen immer dabei? Haben wir aus Versehen irgendwas weggeworfen, bestimmt. Ja, so viel Militäruniformen, Kampfrüstungen. Ja, das ist genug. Erstmal einen Bademantel haben wir gekauft. Du. Tarnmusterhalstuch, haben wir sowas hier schon drin? Tarnmusterhalstuch, zwei Stück. Ja, dann haben wir jetzt drei. Supermutanten Handgelenkwickel. Wo haben wir denn die Supermutanten Sachen drin? Ist das nicht auch hier drin gewesen? Ja, also kann das auch hier rein. Für unseren Strong später, wenn wir den mal mitnehmen. Den haben wir gar nicht gebraucht, den dreckigen Ödländer. Ja, dann schauen wir mal. Nuka Sherry, ja, die kann hier rein. Die Quantum auch. Und Whisky. Ein Whisky nur? Ich dachte auch, da wäre mehr gewesen. Was war das? Das wollten wir gar nicht. Also mit rechter Maustaste kann man auch ablegen. Ich wollte es nur mal wissen. Oder ich habe mich aus Versehen verdrückt. Steve Boy.
Ja, und hier kann ja jetzt einiges rein. Buff out. Brauchen wir nicht so viel. Können wir 5 wieder lagern? Ja, 4. Medics. Overdrive. Das hatten wir noch gar nicht. Plus 25% Chance auf kritische Treffer. Aha, Schaden 25%. Okay. Psycho können wir auch so 9 Stück hier wieder reinlegen. Red Away, ja, da können wir auch 2 hier ablegen für später. Stimpak, oh, da haben wir aber ganz schön verbraucht. X-Cell. Von den Stimpaks haben wir ordentlich was verbraucht, ja. So, dann. Ich kann dich bei Bedarf zu. Dann zur Laborstation und zum Kühler hier. Blutblatt ablegen. Blutpaket auch hier rein. Daytrip halten wir doch drüben noch. Habe ich ganz übersehen gerade. Ja, das war es ja auch schon hierfür. Daytripper. So. 271 wiegen wir noch. Ich meine, das ist immer noch ein bisschen viel. Ach so, ja. Wir haben so viele Kleidungsstücke noch dabei. Kampfrüstungen. Laborkittel haben wir denn hier schon? Hat sie hier schon den Laborkittel an? Ach nein. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich die. Wir machen das wieder so. Wir schicken sie erstmal hierher. Okay. Und ich bin an deiner Seite. Dann können wir ganz mit egal, ihr was kommt. Entschuldigung, willst du was kaufen? Tauschen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Sicher. Und sie bekommt ihren Laborkittel. Darf den auch gleich anziehen. Und dann wird sie wieder richtig zugeordnet. Sicher. Okay. Und hier fehlen noch Leute. Ach so, das ist die Plünderin. Die plündert hier. Was? Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Ah ja. Ein Schusslöcher aber wohl eher nicht. Nein. Okay, dann geht's jetzt zur Red Rocket Raststätte. Wir müssen ja langsam weiterkommen hier mit unseren Siedlungen. Ich glaube, hier haben alle schon. Alle Wachen haben hier schon das passende Outfit. Ach, verflixt. Jetzt waren wir gerade da. Ja, tut mir leid. Wir sind jetzt schon, ich glaube, 9 Stunden ununterbrochen hier drin. Ja, fast ununterbrochen. Es gab dann eine kleine Pause zum Frühstücken. Beziehungsweise, das ist dann ja mehr Abendbrot schon. Viel eher. Und ja, da lässt die Konzentration natürlich dann irgendwann mal nach. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Hey, nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Super. Zeig mal, was du so hast. Großartig. Ja, trotzdem kaufen wir noch die Armeeuniform, obwohl wir schon richtig viel davon haben.
Und endlich ein sauberes blaues Kleid. Ja, dann nehmen wir das Grüne auch gleich mit. Postbotenmütze, die schmutzige, nehmen wir auch mit. Und den Smoking nehmen wir auch mit. Schutzhelm. Ach so. Das ist sowas also. Kapitänsmütze. Ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, wem wir nachher eine Kapitänsmütze geben können hier von unseren Leuten. Ja, aber so ist das doch erstmal in Ordnung. Er annehmen. Okay. Nach all den Jahren. Hier läuft es richtig gut, was? Das freut mich zu hören, dass es hier endlich mal richtig gut läuft. Oh ja, aufbereitetes Wasser. Da nehmen wir diesmal aber einiges mit. Okay. 70. Und die anderen Sachen lassen wir erstmal. Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Warum denkst du, wir seien Freunde? Ich hab nichts gesagt. Ich glaube, die Frau ist ein Zünd. Oh nein, das darf man nicht laut aussprechen, oder? Am Ende wird sie hier noch wieder gelünscht, wie damals auf der Abernathy Farm. Da war ja auch jemand. Der hatte eine Zünd-Komponente dabei. Das war das einzig Seltsame für einen Siedler. Und er wurde gelünscht. Tja, wir haben den Beweis. Wir haben es aufgezeichnet. Wir haben es auf Video. Oder wie nennt man das heutzutage? Video. Wie sonst? VHS. Nein, ich weiß VHS nicht. Okay, und was hat sie? Hey, suchst du was zum Anziehen? Ja. Klar, ich schau's mir an. Großartig. Na gut. Und? Nein, sie hat nichts Vernünftiges für uns dabei. Hey, wie geht es dir? Schön. Wenn du arbeitest, gut, kannst du essen. So einfach ist das. Ich finde nicht, habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, wenn man arbeitet, dann arbeitet man. Man sollte während der Arbeit nicht essen. Aber sie meinte das anders, ich weiß. Ja, ich denke, hier haben die Leute soweit alles, was sie brauchen. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Das Commonwealth ist deutlich größer, als ich dachte. So, er ist auch schon angezogen. Ups, Moment mal, fehlt hier nicht was? Ja? Nein, wie es aussieht, hat er alles. Aber hierfür. Scheiße, tut weh. Meine Füße tun weh. Alles tut weh. Haben Gesellschaft. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was war denn das jetzt für einer? Und sowas Dunkles ist dahergelaufen. Ein Raider, ein Einzelner. Kronkorken, Schrotpatrone hat er dabei. Immerhin 38er Patrone. Naja, die doppelläufige Schrotflinte nehmen wir jetzt mal mit. Die Sturmgasmaske auch und die Lederrüstung ebenfalls. Ein Einzelner. Genauso seltsam wie vorhin dieser Supermutant, der ganz alleine aufgetaucht ist im Außenposten Simonia. Das war ähnlich verwirrend. Ja, ansonsten scheinen die Leute hier aber alles zu haben, was sie brauchen. Angezogen sind alle. Ihr fehlt hier auf der linken Seite noch ein Schutz. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Na, sag das nicht so laut in dieser Zeit.
Sie braucht linke Seite Arm und linke Seite Beinschutz. Oh. Und wir haben nur rechte Seite. Wir hätten ein paar linke Seiten noch mitnehmen sollen. Ja, da können wir jetzt nichts mehr machen. Hier sind jetzt aber wieder viele. 22 immer noch. Auf zur nächsten Siedlung. Mal sehen. Gibt es eine Siedlung, die vielleicht unsere Hilfe braucht? Na gut, der Leuchtturm, da müssen wir uns extra nochmal kümmern drum. Aber hier in Somerville Place fehlt es an Schutz. Ja, die hatten ja einen Angriff zwischendurch. Das haben wir gar nicht so ganz mitgekriegt. Okay, dann geht's da jetzt hin. Oh, Daytripper ist ein Camp aus der Vorkriegszeit, das sich vor allem bei all jenen großer Beliebtheit erfreute, die auf der Suche nach einem Weg waren, der Realität zu entkommen. Gut, und was wir hier anrichten können, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ich habe mal eine Todeskralle gesehen. Aus der Ferne, aber ich habe sie gesehen. Macht's gut und tschüss.